Und damit ein herzliches Willkommen hier zurück beim Let's Play vom Bussimulator 16, Bussimulator 2016. Wir sind wieder zurück hier in einer neuen Aufnahme und wie in der letzten Folge angekündigt, versuchen wir heute einfach mal unser Ansehen so weit hoch zu prügeln, dass uns die Leute einfach lieb haben müssen. Also wir prügeln die Leute am besten so lange, bis sie lieb zu uns sind. Ich finde das eine gute Idee, so sollte man das machen. Und ja, ich würde sagen, wir starten dann mal, wie wir es auch schon in der letzten Folge angedacht haben, hier mit der Linie 5. Also vom Fernsehturm ab zur Schillerstraße. Ich habe mal geschaut, ich hoffe mal, dass wir irgendwie in diesem Depot starten, weil alles andere wäre irgendwie ein bisschen... naja, ein bisschen weiter weg, ne? Es ist alles, das ist noch viel weiter weg und das ist viel, viel weiter weg. Können wir hier dann später wieder das Depot einrücken, weil es das auch nochmal Ansehensbonus gibt. Fragt mich nicht, wie zur Hölle das zustande kommt, aber es wird schon so stimmen, ja. Wir bekommen einen Ansehensbonus, weil wir den Bus nicht mit auf der Straße stehen lassen. Das stimmt eigentlich, unter dem Gesichtspunkt macht es eigentlich ehrlich gesagt Sinn, wenn ich ehrlich bin. Also da ist es nicht nur so, ja, okay, ja. Sondern macht sogar halbwegs Sinn. Stimmt, wenn man den Bus nicht einfach so auf der Straße stehen lässt und ihn zurückbringt, dann gibt es das Ansehen, ne? Das war super. So, einmal hier, Kaffee. Ha, so, wo sind wir denn hier? Ich finde mich nicht wieder auf dieser Karte. Da ist die Messe oder was auch immer. Metro, Messemarkt, whatever, Ding halt, ne? So. Draußen sieht es mal wieder schön aus zur Abwechslung. Das ist unser kleiner Lion City. So, Schillerstraße, genau, die Linie 5. Boah, die werden uns echt cool platziert, das gefällt mir. Er bewegt sich sogar. Oha, ist mir noch nie aufgefallen. So, einmal. Du bist zu fett hier, um einzusteigen, Kollege. So. So, Bus läuft. Mehr brauchen wir heute auch eigentlich nicht. So, wo sind wir denn hier überhaupt? Ah, das ist sogar noch geschickt. Ich habe gar nicht gewusst, dass wir in Districts, in denen wir uns noch gar nicht aufhalten dürfen. Dass wir da eigentlich schon hier nur und so, also losfahren dürfen. Das ist cool, das gefällt mir jetzt. Das gefällt dem Josch, da freut er sich. Ne, er freut sich da Josch. So. Dann sehen wir auch mal einen ganz neuen District hier. Zu dem wir auch dank meiner grandiosen Leistung bestimmt bald Zugang haben werden. Gar keine Frage, also. Wenn dem nicht so ist, dann würde ich mich das stark wundern. So, das ist unser Kollege. Doch, ist ein schöner Bus. Ja, das kannst du nicht anders sagen. Mir gefällt er, ich mag den hier. Ja, dann steigen wir hier am besten einfach nochmal ein. Ja, dann ist es normal, dass ich hier an der Ampel ganz kurz aussteige, um den Bus immer zu begutachten. Man muss auch sehen, ob man nicht irgendwie vorne einen auf der Front Gabelung in irgendeiner Form aufgegabelt hat. Ja, nee, der Witz war jetzt nicht so lustig. War auch eigentlich gar kein Witz. Ja, muss man auch mal machen. So, ach so, genau, hier rum. So, einmal da rüben. Ach, die warten alle. Das Goal, das gefällt mich. So. Das Force-Feedback ist heute wieder grandios. Es geht ein bisschen schwergängig heute, aber was willst du machen? So, wir fahren mal wieder nicht zu schnell, würde ich sagen. Wegen Ansehen und wegen Geld und wegen... Einfach aus Gründen. Ja, aber wegen Bildungsauftrag. Den können wir auch dazu nehmen. Also, dann haben wir drei Gründe, die dafür sprechen sollen. Die Leute überfahren wir jetzt auch aus Geld-, Ansehens- und Bildungsauftragstechnischen Gründen nicht. Von dem her, würde ich sagen, sind wir doch soweit eigentlich heute voll sozial aufgestellt, so prinzipiell. Hier hätten wir zwar auch noch... Hier können wir dann in der nächsten... Also hoffentlich in der nächsten oder in der übernächsten Aufnahme können wir dann hier dann auch Busverkehr betreiben, indem wir da ja dann, genau, Schwör und so auch rein dürfen. In diesen District, den wir eigentlich gerade schon waren. Wir dürfen dann da auch dann offiziell rein, was auch Vorteile hat. Hier noch ein paar Werbeschilder. Und hier sind wir, glaube ich, das letzte Mal gestartet, wo wir diese Linie per Schnellstart gestartet haben. Jetzt sind wir hier irgendwo gestanden. Kurz vor dem Fernsehturm, aber heute haben wir jetzt diesen atemberaubend langen Weg auf uns genommen. Ja, so ist das. Um dann wirklich diese Linie in ihrer Gänze und in ihrer Komplettheit mit allen Boni, die wir so haben können, auch noch abfrühstücken zu können. So, ihr fahrt etwas langsam da vorne. Das missfällt mir ein wenig. Ein wenig arg. Es missfällt mir. Doch, es missfällt mir schon. Ich finde das nicht korrekt. Nee, also ja, schon finde das nicht korrekt. So. Fahren wir hier gerade einmal rein. Jo. So viele haben wir jetzt heute nicht. Ich habe mir eigentlich ein paar mehr Leute erwartet. Ach so, da sind wir noch gar nicht. Ups. Wir starten erst eine weiter. Ups. Warte mal. Tatsache, wir starten erst... Hä? Aber da war doch schon Fernsehturm. Oh. Nächster Halt, Kongress. Haben wir die jetzt nicht mitgenommen? Wollen die jetzt eigentlich noch mit?
Okay, die wollen mit. Hallo, ich brauche eine Einzelfahrkarte. Ich gehe zur Schule. Ah, schön für dich. Einzelfahrt, Schule. So. Wie wär's mit der Monatskarte? Das ist so ein Tipp von mir. Und heute ist schönes Wetter, könnte es auch laufen, im Prinzip. Ich brauche Schinken, Orangen, Brot, Karotten, Marmelade fürs Frühstück. Das war's. Cool. Moment, ich glaube, irgendwas fehlt. Busticket. Momo muss ein Ticket kaufen. Oder Briefmarken oder Guthabenkarte für, keine Ahnung, den Mobilfunk. Den Mobilfunkanbieter deines Vertrauens oder sowas. Irgendwas wird schon sein. Aber interessant, dass das irgendwie mit der Haltestelle gerade nie so angezeigt worden ist. Aber wir wollten ja trotzdem mit, das ist die Hauptsache. Wir haben Kohle kassiert, wir haben keinen Abzug bekommen und von dem her, also das ist im Prinzip ja die Hauptsache. Wir bekommen keinen Abzug, wir bekommen Kohle und das ist ja eigentlich das, was uns interessiert. Mehr interessiert uns ja gar nicht. Hier in dem Spiel sind wir ja voll die, die Dingens hier, die Wirtschafts... ja, wie heißt das Wort? Ja, ihr wisst, was ich meine. Einfach die Leute, die nur auf Wirtschaft bedacht sind. Einfach weil ist so, ne? Sondern das Navi macht irgendwie komische Zuckungen, aber das ist auch normal, hoffe ich mal. Das geht nicht kaputt oder so. Weil vorne ist dann schon... Ah, gut, jetzt sehe ich die Dinge auch eingezeichnet. Das finde ich cool. Jetzt sehe ich die auch mal zur Abwechslung. So, hier haben wir, glaube ich, den Kongress gehabt, der da links irgendwo zugange ist oder was auch immer das hier war. Ich glaube, es war Congress. Wir haben gestartet an Fernsehturm und wir sind jetzt hier im Congress. So, halt hier, mache rein der hier. Ja, toller Service, geil, super. Der Bus kommt irgendwie alle Woche mal oder so. Voll der tolle Service. So, einmal rein mit euch. Ich brauche eine Fahrkarte. So, du brauchst eine Fahrkarte, ist innovativ. Hätte ich nicht erwartet, dass du eine Fahrkarte brauchst. Also was ganz Neues. So, guten Tag, hallo, kommen Sie rein. Hallo, können Sie mir eine Fahrkarte? Ob ich das kann, ich weiß nicht, vielleicht muss ich das noch lernen. Ich bin mir noch unschlüssig. So. Danke, mein Lieber. Haben wir alle drin? Was ist mit dir da? War das auf dem nächsten Bus? Was fand ihr noch für ihn? Ich habe keine Ahnung. So, Tasty Cookies. Jetzt fahren wir mal einen Meter von außen hier. Aber ich schnell 50 komme, ist auch grandios. Freiheitsstraße West. Da außen ist irgendwie laut. Und der Bus lässt sich noch schlechter steuern. Mir ist echt laut hier draußen, aber naja, was willst du machen? Man hört dieses grandiose Schaltverhalten. Aber was ich also positiv anmerken muss bei der eigentlich recht schäbigen Soundkulisse ist, dass der Außensound anders ist als der Innensound. Das ist nicht in jedem Spiel so. Das muss man im Spiel positiv zugute halten, also zu Güter halten. Ihr wisst, was ich meine. So. Riecht es hier nicht nach verbranntem Toast? Bilde ich mir das ein? Ja, das bildest du dir ein, weil in meinem Bus riecht es ganz sicher nicht nach verbranntem Toast. Bei dem Motor könnte fast mit dem Toaster mithalten, ich bin mir nicht ganz sicher. Oder es versucht wieder irgendjemand hier im Bus mit seinem Toaster dieses Spiel zu spielen. Kann natürlich auch sein, mit der Leistung eines Toasters. So, einmal hier ran da und dann... Wir sind sogar ein bisschen zu früh, wie immer eigentlich, aber anscheinend ist das weniger schlimm, als wenn wir immer zu spät sind. Das finde ich interessant. So. So, Handy weglegen und einsteigen, bitte. Handy weglegen und einsteigen, bitte. So, guten Tag. Können Sie mir eine normale Fahrkarte für den Rest der Woche geben? Für den Rest der Woche weiß ich nicht. Für eine ganze Woche kann ich das. Ja, das kann ich. So. Danke. Oh, ein Euro zu viel. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Ich habe ein Online-Video gesehen, in dem erklärt wird, wie sich die Farbe der Augen abhängig von der Ernährung... Jetzt habe ich dem tatsächlich einen Euro zu viel zurückgegeben. Die Pigmente der Hüten egal, das ist einfach das Trinkgeld, das ist ja auch in Ordnung. Stimmt zwar am Ende des Tages die Kasse nicht, aber... Boah, Leute. Quatscht mir bitte nicht die ganze Zeit mit irgendwelchen Mist hier rein. Wäre euch sehr verbunden. Jo, voll schon wieder rot. Super. Vor allem, weil die mir das gleiche Zeug quatschen. Also das mit dem, verbrannten Toast, das war mir neu, aber ansonsten ist das alles irgendwie... Haben wir schon ein paar Mal gehört, ne? Ist ja nichts Innovatives, ist nichts Neues, sondern bleiben wir hier stehen. Trotz, dass das Ding gar kein Standgas hat. Also Getriebeskripts sind schon, also die sind, boah. Also da wurde Wert auf Realismus gelegt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, Sie haben es heute bestätigt. Die Vereinbarung steht, wir können sofort mit der Vorserie loslegen. Sag allen, ich bin auf dem Weg ins Hotel und werde eine E-Mail an das ganze Team schicken. Wir unterhalten uns später. Juhu! Denn wir feiern eine Party. Ich habe das Gefühl, er freut sich irgendwie. So, und ich freue mich eigentlich über die... Meine Dame, könnten Sie bitte ein bisschen Platz am Bordstein machen? Da ist... ich muss da nah ranfahren und so. Neue Straße, Ost. Ja.
Bitte ein bisschen vorsichtiger fahren am Bahnsteig, Bussteig, weil aus Gründen und so. Hallo, eine Fahrkarte. Oh, hallo, Fahrschein und so, ne? Müssen wir alles kaufen hier, sonst hätte ich hier schon drauf hingewiesen, Kollege. Einen schönen Tag, eine normale Einzelfahrt. Ja, so, passend, wunderbar. So. Tatü, tata. Hoffe, das Geld reicht jetzt trotzdem für den neuen Bus. Also das Ansehen vielleicht noch nicht, aber komm nicht erst einmal rüber hier. Vielleicht gibt es einen Ansehensbonus oder so. Nächster Halt, St. Andreaskirche. Ja, St. Andreas, aui. Sehr tribia Kirche hier in die Dorf. Und dadurch, dass wir angebunden haben an unsere Busnetz, es ist eine sehr gut besuchte Kirche und auch für Tourismus ist sehr wichtig, diese Linie und diese Kirche. Und Kirschen am besten essen in die Sommer, weil da sind am besten in die Sommer und Spätsommer und am besten kaufen Kirschen bei Edeka. Wenn das jetzt jemand nicht lustig fand, das liegt daran, dass ich eigentlich den Witz zwischen der Aussprache Kirsche für Kirche und Kirschen, die man essen kann, geschlossen habe. Und das soll eigentlich lustig sein jetzt, aber naja. Hallo, können Sie mir eine Fahrkarte verkaufen? Hallo. Können Sie mir eine Fahrkarte verkaufen? Ich habe das auch gar nicht von einem Zettel abgelesen, weil das wäre ja blöd oder so, weil sonst könnte man ja meinen, das ist gar nicht authentisch, weil wenn ich das einfach nur ablesen würde von dem Zettel, wo drauf steht, was ich zu synchronisieren habe, dann würde das ganze Spielerlebnis kaputt machen. Und ich habe gerade gedacht, die Duppes läuft da bei mir über die Straße. Was sollte ich sagen? Ich wollte irgendwas wieder so betonen, dass es auf jeden Fall so wirkt, als ob ich das nicht ablese, weil das wäre ja, ich meine, wenn ich mein Let's Play so machen würde, dass ich auf dem zweiten Bildschirm ein Skript haben würde, dann wäre das ja auch nicht mehr so authentisch und die Leute würden das Let's Play für blöd halten, was sie auch so schon tun. So, und deswegen schreibe ich auf gar keinen Fall Notizen für dieses Video vor. So, ja. Ich sollte auch Synchronsprecher werden, auf jeden Fall. So, da haben wir dann links gleich unser Po. Wollen wir gleich unseren Bus hinbringen. Allerdings muss ich hier erstmal noch ein paar Leutchens hier mitnehmen und dann noch einmal zur Endhaltestelle fahren. Hier in den Residential District. Das ist, glaube ich, immer noch. So, genau, dann sind wir auch, glaube ich, gleich an der letzten. So, alle mal rein hier. Nicht so rennen, meine Damen. Wir haben Zeit. Ein paar Minütchen zu früh, ist alles ganz gemütlich hier. Sie haben nichts zu befürchten. So. Da läuft jemand drüber, das ist beruhigend. Liegt vielleicht daran, dass er grün ist. Ja. Was? Dies ist der letzte Halt. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Was? Wir müssen wirklich alles mitnehmen. Ich habe gedacht, ich könnte Busfahrer so ein bisschen Trinkgeld da lassen oder so. Ja, finde ich, habe ich auch ganz sozial. So, läuft die... Ist da jemand, der da rüberläuft? Ich bin Erster, ne? So, wollte ich ja mal gesagt haben. So. Weil das, ich habe immer ja sehr Angst vor den Leuten, die da rüberlaufen. Die sind nämlich so spielbeendend irgendwie. So, wenn ich jetzt hier mal dieses komische Tempomat da reinmache. Okay, der funktioniert wirklich. Ich weiß, ich finde das irgendwie... Ich finde das irgendwie unauthentisch, wenn ich ehrlich bin. Also sagen viele Leute, ja, mach mal so, Josh, aber irgendwie finde ich es unauthentisch und ich finde auch die Anzahl der Blitzer sehr unauthentisch, die irgendwie da alle 2 Meter in dieser Kleinstadt da stehen. Naja, gut. Cool, klasse, danke, mein Lieber. Toller Service, ja, super. So. Haben wir alle draußen, wunderbärchen, dann würde ich sagen, fahren wir mit das Depot. Warum der mir das nicht vorschlägt, ist mir eigentlich ein Rätsel. Egal, ich glaube, ich brauche nicht alles wissen. Sonst wäre ich ja Dr. Allwissen und der hat ja schon einen Channel, ne? Dann muss ich lieber hier den Rang ablaufen. So. Den. Ne, ich bringe jetzt keinen Gronkh-Witz wegen den Erik Range ablaufen.
Den Witz bringe ich jetzt nicht. Nee. Den könnt ihr euch jetzt gerne selber denken, aber ich bringe den Witz nicht. Ob ihr hier seid und nicht. So. Hoi. Ey, wenn sich eigentlich jemand im Spiel mit den Drehzahlen von einem Bus beschäftigt hätte, muss doch merken, dass das hier so irgendwie... Naja. Wenn sich hier überhaupt mal einer mit realistischem Busfahren beschäftigt hat, der an der Entwicklung des Spiels beteiligt war, aber irgendwie... Ich weiß nicht, ich bezweifle das irgendwie. So. Warum will der mir auf den Tod nicht dieses Depot da oben vorschlagen? Das finde ich irgendwie... interessant. Aber diese Drehzahlen. Ach, schön. So. Ja, da freut sich der Benzinverbrauch. So. Und vor allem die Fahrgäste wegen der Lautstärke. Und jetzt drehen wir Däumchen und warten noch einen Moment. Ach so, ich kann euch kurz erzählen. Ich habe mir vorher eine Edeka-Werbung von 2013 angeguckt. Müsst ihr mal schauen. Edeka-Werbung mit Kiffer oder sowas. Ich finde die gar nicht mal schlecht. Vor allem die beiden Pointen am Ende. Weißt du, denkst es zu Ende und dann kommt nochmal eine hinterher. Schaut es euch einfach mal an. Ich finde die eigentlich ganz lustig. Einfach mal machen, ne? Es ist lustig und Bildungsauftrag. Na gut, Bildungsauftrag nicht unbedingt, aber es ist Edeka-Werbung. So, dann schauen wir mal hier irgendwo da rein. Wow, jetzt habe ich wirklich... Ich habe mich mal kurz gefasst. Überlegt euch das mal. Ich habe jetzt einen Sachverhalt innerhalb von... Wie viele Sekunden abgearbeitet? 10? Ist normalerweise nie so. So, beim Verlassen des Busses immer schon Feststellbremse ziehen. Das, was Josh hier gerade nicht getan hat. So, dann steigen wir wieder ein. Ja, ich... Wegen mir braucht er nicht hupen. So, wir hätten die Stange da. So, ich komme da... Ich bin echt zu fett. So. Genau wie are starting to drive da rein. Und dann, Tür auf. Zack. Motor abstellen und aussteigen. Aussteigen, genau. So. 5-6, ja, nicht schlecht, aber ich glaube, ansehenstechnisch werden wir immer noch nicht über. Ja, er ist Strecke 5 gefahren. Was? Wirklich? Hätte ich nicht gedacht. So, wir sind über den 30.000. Ich hoffe mal, dass wir jetzt zumindest mal nächste Fahrt. Auch nächste Fahrt wird eng, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich Bock habe, fahre ich nochmal offscreen. Ja, gut, das kriegen wir hin, indem wir den LCD dann kaufen, ne? Baujahr 2005. Was haben wir denn dann noch Schönes? 2008, 2005. Oh, 2015. Ach, cool, der ist Baujahr 2015. Das finde ich cool. Aber sobald wir den Kollegen dann hier kaufen, haben wir dann eh einen Bus neuer Baujahr 2000... Wie viel? Wobei, eigentlich ist es dann so, wenn du... 2013. Okay, das heißt, wir hätten auch den anderen Gelenkbus kaufen können, aber... eigentlich ist es doch so, du bekommst... mehr Zuschuss, je ältere Busse du hast. Also, je ältere Busse du hast, desto mehr Zuschuss bekommt man ja eigentlich. Was haben wir da oben eigentlich noch Cooles? Egal. Ich bin mal gespannt. Wir haben echt noch viele Districts hier vor uns. Ich komme mir jetzt nicht so schnell vorwärts, wie ich gedacht habe, aber fahren wir nächstes Mal einfach nochmal eine kleine Runde, dann schaffen wir das hoffentlich und wir fahren einfach zwei kleine Runden. Stimmt, ich kann das echt mal so machen. Wir fahren jetzt mal zwei kleine Runden und dann haben wir auf jeden Fall unseren Gelenkbus in der Dash und dann freue ich mich auf das nächste Mal. Ihr hoffentlich auch. Also nächstes Wochenende ist der Project Cars und das Wochenende drauf machen wir dann weiter hier mit der Bus-Simulator 2016. Bis dahin. Tschüssi.